Schön, dass ihr da seid. Jetzt sind wir schon beim dritten Abend. Jetzt sind wir schon ein Stückchen Weg gegangen. Vielleicht ist uns das Thema nicht mehr so ganz bewusst von den Exerzitien. Gott finden, aber wie? Spurensuche auf dem Glaubensweg. Und wir haben angefangen mit dem Paradies, dem Verlust der direkten, gottunmittelbaren Beziehung von den ersten Menschen, ersten Menschenpaar und von daher hinausgesandt in die Welt mit dem Schicksal, das jetzt großteils in unseren Händen liegt. So das allererste. Dann letzte Woche war diese innere Auseinandersetzung, die sich äußerlich in dem Kampf mit dem Engel oder dem Menschen, dem Mann, gibt verschiedene Bilder dafür, gezeigt hat. Auseinandersetzungen, die wir in unserem Alltag ja kennen. Und heute kommen wir, ich wollte jetzt nicht nur Männergeschichten, sondern ich versuche immer so irgendwie einen Ausgleich. Das geht bei 5 Abenden nicht ganz, aber es mir wichtig, jetzt auch da Frauengestalten hereinzunehmen. Und diesmal ist es die Hanna, die ich ausgewählt habe. Und zwar Hanna, deswegen haben wir auch das Magnificat vorher gesungen, denn ihr Lied ist eigentlich eine Vorwegnahme, eine Vorausnahme dieses Magnificats von Maria. Und sie ist eine Person, die gerade in der Erniedrigung, im ausgespottet werden, im lächerlich gemacht werden, den Mut hat, zu Gott zu rufen und erhört zu werden. Der Text selber ist ein bisschen lang, ihr habt ihn da drinnen, deswegen lese ich ihn jetzt auch nicht vor. Ich werde so das Wichtigste zusammenfassen und ist vielleicht die Geschichte von der Hanna nicht so vertraut wie manche anderen, kommt auch nicht sehr oft in der Leseordnung vor. Aber wir müssen uns die Situation vorstellen, damalige Zeit, wir haben jetzt beim Austausch auch darüber geredet, wie wichtig oder unwichtig das Erste Testament ist. Und ich sage mir immer wieder, das sind die Geschichten,
die Jesus gekannt hat. Der hat vom Neuen Testament keine Ahnung gehabt. Und von daher ist es, glaube ich, auch wichtig zu schauen, und das ist für mich auch das ganz Tolle, wie er mit diesen Erfahrungen, die aufgeschrieben worden sind, wie er da zu seinem Gottesbild kommt. Wie er diesen Abba, diesen Vater, diesen persönlichen Bezug dann persönlich gehabt hat, aber auch vermitteln konnte. Die Situation, eine Frau, ist heute für uns unvorstellbar, eine Frau, Hanna, mit Elkana verheiratet, eine geglückte Beziehung, ist ja nicht immer der Fall gewesen, damals auch nicht unüblich, nicht nur eine Frau zu haben. Elkana hatte noch eine zweite Frau, Peninna. Hanna war zwar seine Lieblingsfrau, aber Peninna war diejenige, die Kinder hatte. Und Kindersegen ist das ganz, ganz Entscheidende gewesen. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Beziehung der beiden Frauen wahrscheinlich nicht von übergroßer Liebe geprägt war. Es ist hier sehr schön auch dargestellt, diese Kinderschar von der Peninna, die das auch so genießt, mit den Kindern da ihre Zeit zu verbringen. Und Hanna war diejenige, die zwar die Liebe ihres Mannes genossen hat, aber die immer wieder auch die Schmähungen ihrer Rivalin einstecken musste. Und es wird auch sehr deutlich in dieser Geschichte vor Augen gestellt, dass die Rivalin sie kränkte und demütigte, weil der Herr ihren Schoß verschlossen hatte. Also doppeltes Schicksal. Einerseits schon keine Kinder und zweitens noch ständig neben sich jemanden zu haben, der einen das auch spüren lässt. In der Geschichte wird deutlich, dass das ihr Mann nicht macht. Elkana versucht ja immer wieder auch zu sagen und kommt auch in der Geschichte vor, bin ich denn nicht mehr wert wie 10 Söhne? Aber diese Konkurrenz in der damaligen Zeit hat einfach sehr klar geheißen, und wir sind ja auch geprägt von solchen Bildern, wenn du keine Kinder großziehst, dann hast du deine Daseinsbedeutung nicht erfüllt, bist du also nicht wertvoll. Die Bedeutung damals war Mutter sein. Das ist vielleicht nicht mehr bei uns das Entscheidende, weil da wird die Freiheit der Frau sehr stark herausgehoben. Aber es gibt schon auch so Stereotypen in unserer Gesellschaft. Wenn du dich mit dem Computer nicht auskennst, kommst du heute nicht mehr mit. Wenn du das oder jenes nicht hast, dann kannst du es vergessen. Hast du nichts zu reden. Wir haben auch solche Bilder in unserer Gesellschaft, die so als Stereotypen gesagt werden und wo wir uns dann manchmal auch schwer tun zu sagen, nein, bei mir ist es anders. Also wenn jetzt ich heute doch sagen würde, ich habe keinen Fernsehapparat, oder sagen wir lieber so, bei denen, wo ich bin, ich habe kein Handy, ja, also nur das Tastenhandy noch. Also ich hätte keine Chance, weil ich kriege die Nachrichten alle über WhatsApp, auch von den anderen Lehrern und von der Frau Direktor. Das heißt, man ist zu manchen Dingen fast gezwungen, obwohl das eigentlich nicht das ist, was jetzt meinen Werten wirklich auch entspricht. Und wenn wir dann, was manche von uns versucht haben, noch ein Smartphone zu finden, das ökologisch hergestellt wird, das gibt's zwar, aber das kann x Sachen nicht. Das heißt, das kannst du letztlich auch wieder vergessen. Und so kommt man in einen Kreislauf hinein und ist mit der Gesellschaft einfach verknüpft, ohne dass man manchmal wirklich frei entscheiden kann. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, um sich die Situation von der Hanna auch vorstellen zu können. Und dann, mir fällt es auch so Rituale ein, die gut sind, und Rituale, die dann oft auch nicht mehr hilfreich sind. Jedes Jahr gehen sie und machen das gleiche Ritual. Sie gehen zum Tempel nach Silo, um dort zu opfern, einfach Gott Danke zu sagen für das letzte Jahr. Und jedes Jahr gibt Elkana seiner Frau Hanna die doppelte Portion, also dass sie einfach mehr opfern kann, um zu zeigen, wie er sie schätzt. Und jedes Jahr kränkt und demütigt sie Peninna, weil sie kinderlos ist. Und jedes Jahr sagt der Mann zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne?
Jedes Jahr, same procedure. Und die Frage ist natürlich so gestellt, warum weinst du, bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Na, was soll sie darauf sagen? Außer ja. Aber auch wenn sie nein sagt, das ist völlig egal, ja. Und dann, das ist so das Schöne, immer wieder wiederholt sich dieses Ritual und plötzlich dieses Trauerspiel ist jetzt anders. Weil, und das ist die Situation, der wir heute begegnen, Hanna steht auf. Steht sogar ausdrücklich, steht auf. Dieses Aufstehen ist nicht einfach, ich stehe auf. Sondern dieses Aufstehen ist ein inneres, ich mache bei diesem ständig gleichen Ritual nicht mit. Immer wieder die sicher liebevoll gemeinte Frage meines Mannes, warum bist du traurig, warum isst du nicht, etc. Immer wieder den Spott von meiner Nebenfrau oder meiner zweiten Frau oder eben halt die Zweitfrau meines Mannes. Ich mache nicht mehr mit. Sie steht auf und sie setzt ganz konkret ein Zeichen. Sie versucht irgendwie diesem Mann Elkanah zu sagen, nein, mein Ehemann ist jetzt nicht der Ersatz für meine Kinder. Er ist nicht die Lösung für die Leere, die ich in meinem Inneren spüre. Und was macht sie? Hier sehr schön dargestellt. Sie betet aus tiefster Verzweiflung. Sie wendet sich direkt an Gott, was sie wahrscheinlich in den Opfern auch gemacht hat, aber da war sie immer in das ganze Ritual eingebunden. Wie man halt einfach, wer Teile des Alten Testaments gelesen hat, die Riten sind ja sehr klar vorgeschrieben. Und sie steht auf, sie betet, sie weint und sie betet, heißt es hier, in Stille und nicht laut, was damals sehr unüblich war. Die Gebete waren auch vorgeschrieben und die hat natürlich jeder mitvollziehen können, die hat man auch großteils schon auswendig gekannt natürlich. Und sie betet im Stillen und bewegt nur ihre Lippen. Von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass die Eli im Tempel sich denkt, na, was ist mit der los, ja? Und sagt dir auch, also wenn du betrunken bist, dann bitte schlaf deinen Rausch aus und dann komm erst und bet so, wie man es halt normalerweise tut, die Psalmen und die Gebete, so wie sie üblich sind. Und was macht die Hanna? Sie erklärt ihm nicht, worum sie betet, sondern sie sagt ihm nur, wie es ihr geht, was so ihr Wissen in ihr drinnen ausschaut. Mit welcher Verzweiflung sie da ist. Also sie gibt nicht das Gebetsanliegen, dem Eli zu erkennen, sondern sie spricht in einer ganz tiefen Ehrlichkeit ihre innere Verfassung aus. Und das muss den Eli so beeindruckt haben, der hat ja keine Ahnung gehabt, warum sie betet, weil sie hat sie mir nicht gesagt, dass er ihr aber zusichert, Gott wird dich erhören. Diese Erhörungsgewissheit, die er zusagt, kommt aus diesem Betroffensein, da betet jemand wirklich mit ganzer Seele, ganzen Herzen, ganzen Körper, alles, was irgendwie geht, bringt so das Innerste vor Gott. Worum betet Hanna? Wir wissen es aus der Erzählung. Sie bittet um einen Sohn. Also ich würde es jetzt nicht ausspielen, wir können die damalige Zeit nicht übertragen und sagen, eine Tochter wäre jetzt weniger wert. Aber sie bittet um einen Sohn, aber sie sagt auch gleich, und deswegen ist auch das mit dem Sohn so deutlich, dieser Sohn soll Gott geweiht sein. Also sie bittet um einen Sohn, nicht letztlich für sich. Und sie sagt auch, es soll Gott geweiht sein. Und sie gibt auch das offizielle Zeichen dafür, dass jemand ein Gott geweihter ist. Es werden die Haare nicht geschnitten und es wird der Bart nicht geschnitten. Dass dieser Mensch in seiner Natürlichkeit, wie er einfach ist, wird Gott geweiht. Soll ganz Gott zur Verfügung gestellt werden. Er soll auch sein ganzes Leben lang nicht Alkohol trinken. Also sie gibt die Zeichen, die sie aus ihrer Tradition kennt, sehr deutlich im Gebet spricht sie an, bringt sie zum Ausdruck. Und sie sagt, sie bittet zwar um diesen Nachkommen, aber sie bittet ihn nicht für sich selbst. Also sie will nicht den Sohn, damit sie jetzt dann eine Altersversorgung hat, sondern sie will ein Kind und dieses Kind möchte sie ganz Gott zurückschenken. Was immer sie mit Elkanah geredet hat, er muss ihr sehr viel vertraut haben, denn er gibt ihr als Antwort,
Tu, was dir gefällt, wenn nur der Herr sein Wort erfüllt. Also wenn du dann findest, obwohl es das gemeinsame Kind ist, wenn du findest, dieses Kind soll Gott geweiht sein, dann soll es Gott geweiht sein. Ich rede da nichts rein. Entscheidend ist, ist die Hoffnung, dass Gott den Willen oder das Gebet auch erfüllen kann. Für mich hat sich dann die Frage gestellt, was passiert im Gebet? Ich weiß nicht, ob ihr jetzt so für euch konkret sagen könnt, was passiert, wenn ihr betet. Das eine ist, glaube ich, Gebet verändert uns selbst. Ob es jetzt Gott überzeugt, dass er das und das tun soll, das weiß ich nicht so genau. Manches Mal stimmt sein Wille mit meinem überein, manchmal gar nicht. Ja? Aber es verändert uns, es verändert unsere Sichtweise, es schafft vielleicht auch eine größere Weite. Ich habe heute mit meiner 5. Klasse, ging es, was heißt Glaube und was ist Religion, und es ist ganz schwierig für sie, das auseinanderzuhalten. Und dann habe ich gesagt, das ist die Frage, an was für einen Gott ich glaube. Und da habe ich so einige Gottesbilder, also der alte Opa und der Feiertagsgott und der Weihrauchgott und der ist nicht so schlimm Gott und alles Mögliche halt, so Gottesbilder vorgestellt. Und je nachdem, an was ich glaube, und dann gibt es eben auch den Automatengott. Und da fangen sie alle zu lachen an, weil den kennen sie am besten. Also schnell bei der Schularbeit, ja, vielleicht schaffen wir Vater unser und dann bitte, vielleicht ist nur bitte hilf mir, ja, egal. Aber dieser Automatengott, der mir beantwortet, wenn ich jetzt kurz an ihn denke, dann soll er mir helfen, dass ich die Schularbeit oder den Test gut schaffe. Also in der Regel beten wir, um von Gott etwas zu bekommen. Und was betet Hanna? Möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Sie lässt es offen. Sie bittet um den Sohn und dann ist es eigentlich, möge sie Gnade finden. Erinnert mich ein bisschen an letztes Mal, wo der Jakob draufkommt, das, was er wirklich braucht, ist den Segen. Und Gnade heißt hier auch nichts anderes. Zuwendung ist ja ist im Grunde der gleiche Gedanke. Und dann heißt es, dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Und da ist was ganz Spannendes passiert. Sie betet und in ihr passiert die Wandlung. Sie ist nicht schwanger zu dem Zeitpunkt. Es ist nicht so, sie betet, das Gebet wieder hört und sie jubelt. Das wäre so das Normale, ja? Ich bete um was, da kriege ich es und dann sage ich Danke. Oder was auch immer, ja? Sondern sie betet, im Gebet passiert die Veränderung. Sie kann wieder essen, sie kann zu dem Leben wieder Ja sagen, das heißt ja letztlich essen, ja? Und sie kann Gott danken, sie kann sich wieder freuen. Und so geht sie weg von dort. Also anders als die Male davor. In ihrem Gebet, in ihrem wirklich ganz tief sich Gott anvertrauen, ist etwas in ihr passiert. Später wird sie schwanger. So geht die Erzählung weiter. Äußerlich hat sich für sie noch gar nichts verändert. Das wird uns bei einer anderen Stelle auch, glaube ich, übernächste Woche auch passieren. Ja? Wieder begegnen. Äußerlich ist es gleich. Innerlich hat sich ganz viel für sie verändert. Es ist ein unglaubliches Vertrauen wieder zu Gott groß geworden. Und sie hat vor allem etwas verstanden, ich bin auch jemand, wenn ich keine Kinder habe. Ich bin nicht mehr so abhängig von der Meinung der anderen. Ich bin nicht nur dann jemand, wenn die anderen mir einen Wert zusprechen. Aber wer kennt denn das nicht? Also ich weiß nicht, ja. Ich glaube, alle, die da sind. Ja. Wie oft sind wir, als Jugendliche wahrscheinlich noch mehr, aber immer wieder abhängig von der Meinung der anderen. Es ist uns nicht wurscht, was X oder Y dazu sagen. Und dann reden wir weiter und dann verteidigen wir uns und dann erklären wir und dann machen wir weiß nicht was alles. Sie hat im Gebet mitbekommen, ich habe vor Gott eine Würde. Und wenn ihr den Text lest, lest das Lobgebet von der Hanna. Das ist großartig. Wo sie dann plötzlich entdeckt, ich habe als Frau eine Würde, ganz egal, ob meine Lebensaufgabe unter Anführungszeichen Kinder großzuziehen erfüllt ist oder nicht. Also in ihr ist diese Wandlung passiert. Und sie hat eben erfahren, letztlich Gott erfahren, und der ist ihr mehr wert als Mann und Kinder. Das ist die eine Veränderung. Also in ihr eine neue Sichtweise auf sich selbst und auf ihre Rolle. Und das Zweite, das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen,
Die zweite Veränderung ist die, dass wir dann, wenn wir zu uns selbst Ja sagen, einen Platz in Gottes Geschichte bekommen. Hannah bringt Samuel zur Welt. Samuel wird Gott geweiht, bleibt im Tempel, ist dann der, der die ersten Könige salbt, der auch David salbt. Und die Linie Davids können wir verfolgen als Christen bis hin zu Jesus. Sie bekommt einen ganz wirklich prominenten Platz in der Geschichte, in der Geschichte Gottes. Aber erst dann bekommt sie den, wenn sie wirklich für sich selbst entdeckt, ich bin jemand. Also egal, wie mich andere sehen, sie ist nicht niemand, sondern sie ist jemand und bekommt einen ganz zentralen Platz in der Geschichte. Das heißt, was mit Hannah passiert, ist letztlich das, was Maria dann aufgreift, der Sieg der Niedrigen, der Sieg der Geringen, der Sieg derer, die eigentlich nichts zu melden haben, der Sieg der Kranken, der Unfähigen, der Ausgestoßenen. Letztlich ist es der Sieg der Zuwendung, ein anderes Wort für Gnade, der Gnade Gottes. Und hier können wir dann das Bild aufgreifen von dem, was wir dann einfach von Maria auch wissen, die mit einer Selbstverständlichkeit sagen kann, meine Seele preist die Größe des Herrn, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Also ich meine, das ist schon eine Aussage, ja? Also alle Geschlechter, das ist ja noch irgendwann einmal in Zukunft auch noch, ja? Also wie sie plötzlich ihre Würde erkennt aufgrund dessen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das lässt sich bei der Hanna und ihrem Lied auch schon sehr deutlich erkennen, dass in dem Augenblick, wo ich all das, was mir zutiefst ein innerstes Anliegen ist, wenn ich das ehrlich vor Gott bringe, dass dann eine Wandlung geschieht. In meiner Sichtweise, in meinem Gebet, aber letztlich auch in dem, was ich in der Geschichte Gottes bin oder auch für andere Menschen bin. Ich weiß es nicht, ob ihr Menschen kennt, wo ihr das Gefühl habt, deren Leben ist einfach Gebet. Die sagen da jetzt nicht fünf Rosenkränze, sondern die Weise, wie sie leben, diese ständige Gottverbundenheit. Wer solchen Menschen einmal begegnet ist, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und gleichzeitig auch, also für mich, ich kenne Gott sei Dank, habe ich solche Menschen kennengelernt, die sind ein Ansporn. Da gibt es nicht diese Trennung, jetzt bin ich eine Minute fromm und jetzt bin ich zwei Minuten, mache ich dann wieder den Alltag, sondern da ist der Alltag mit eingebunden, einfach in eine ständige Gottesbeziehung. Das ist vielleicht auch das, was wir aus dem Ersten Testament lernen können. Dass es keinen unheiligen Raum gibt. Selbst im Krieg, ich lese die Kriegsgeschichten nicht sehr gerne, aber selbst im Krieg ist Gott mit dabei. Ob er immer auf der richtigen Seite ist, das würde ich sagen, ist menschliche Sprache. Ja? Aber es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Es gibt im Sinn keinen gottlosen Ort. Und das ist schon auch etwas sehr Beruhigendes, dass es auch keinen gottlosen Ort in mir gibt, selbst wenn es manchmal für Gott weniger Platz gibt, weil halt was anderes da ist und den Platz verdrängt. Er findet einen Raum und es ist letztlich der Sieg dieser Gnade, der uns zugesagt ist. Wenn wir, und das können wir von Hannah lernen oder will ich von Hannah lernen, wenn ich in Kauf nehme, dass mich sogar ein Priester als betrunken hinausschmeißen will, wenn ich ihm ehrlich sagen kann, nicht unbedingt mein Anliegen, sondern wie es mir wirklich geht, dann werde ich diese Verwandlung auch erfahren. Und das wünsche ich uns. Ja, ich wünsche uns, dass uns diese Zeit jetzt auch gut getan hat und gut tun wird. Ein bisschen von dem Impuls ausgehend, der Einladung einmal darüber nachzudenken, welche gesellschaftlichen Aussagen mein Leben bestimmen. Was man so tut oder was man hat, wie weit wirkt es auf mein eigenes Leben, bewusst oder unbewusst? Sich damit einmal auseinanderzusetzen und auch zu entscheiden, möchte ich das oder finde ich eine Weise, mich dem auch ein bisschen widersetzen zu können?
Rituale sind hilfreich. Manchmal brauchen aber Rituale auch Veränderung. Hanna hat das jährliche Ritual durchbrochen, um einen neuen Weg anzufangen. Vielleicht braucht es auch die eine oder andere Veränderung in unserem eigenen Leben. Dann die Frage des Gebetes. Ist das Gebet etwas, was ich mit dem Kopf tue? Ich sage nicht, dass man den Kopf ausschalten muss, aber ist es nicht auch eine Herzenssache? So von innen heraus, wo es nicht so entscheidend ist, wie ich was formuliere. Aber es ist gut für uns selber. Nicht, dass Gott es jetzt braucht, weil er uns kennt, aber für uns selber ist es oft hilfreich, manches auch ein bisschen bewusster zu formulieren, was uns wichtig ist. Oder auch eine Form des Gebetes ist auch einfach nur das Dasein vor ihm. Und so wie ich bin, kann ich einfach auch bewusst atmen und vielleicht auch nur den Namen Jesus sagen oder was auch immer. Die Form, die uns am besten entspricht. Hanna betet nicht für sich. Wenn sie um einen Sohn bittet, möchte sie ihn Gott zurückschenken. Für wen bete ich? Bleibe ich bei mir selber hängen? Welche Menschen haben in meinem Gebet Platz? Welche Menschen kommen gar nicht vor, weil sie gar nicht irgendwie auf meinem Bildschirm sind? Verändert das Gebet mein Leben? Mir fällt sehr oft die Geschichte vom Drahtkorb ein, wenn ich den Jugendlichen versuche zu erklären, was Beten unter Anführungszeichen bringt, weil da muss alles was bringen. Und da erzähle ich Ihnen diese Geschichte von einem jungen Menschen, der zu einem weisen Mann geht und sagt, er möchte gern beten lernen, aber er hat immer das Gefühl, es ist völlig wurscht, es ist nachher genauso wie vorher. Und dieser weise Mann drückt ihm einen Drahtkorb in die Hand und sagt, geh bitte und geh zum Brunnen und bring mir Wasser. Der geht, denkt sich, das ist ein gescheiter Mann, geht dorthin, taucht den Drahtkorb ins Wasser ein und bis er wieder zurückkommt zu diesem weisen Mann, ist der Drahtkorb klarerweise leer. Der schickt ihn noch ein zweites und drittes Mal und dann denkt er sich, also aller guten Dinge sind drei, jetzt mache ich es nimmer und sagt, was soll das Ganze? Also ich komme genauso ohne Wasser bei dir an wie vorher. Und dann sagt der zu ihm, schau mal den Drahtkorb an. Vorher war er schmutzig, jetzt ist er sauber. Wenn auch nichts zurückbleibt, so verändert es doch. Ich weiß nicht, ob wir Drahtkörbe haben, aber es ist, glaube ich, auch so ein ganz schönes Bild, das ich immer gerne wieder in Erinnerung rufe. Glaube ich, dass ich auch einen Platz in Gottes Heilsgeschichte habe? Vielleicht bin ich da nicht so berühmt, dass ich irgendwo dann in einer zweiten Fassung der Bibel, die sich meine Jugendlichen wünschen, vorkomme. Aber dass ich auch sehr wohl eine Rolle spiele in der Geschichte Gottes, aber auch in der Geschichte von Menschen. Und das Letzte, Gott hat Hanna Gnade geschenkt, sie erfahren lassen, dass er ihr Gebet erhört und ihr eine neue Zukunft schenkt. Vielleicht gibt es auch im eigenen Leben immer wieder Orte der Zuwendung, die wir vielleicht nicht gleich mit Gott in Verbindung bringen, aber letztlich kommt alles von ihm, wenn auch oft durch andere vermittelt. Noch einmal, wählt aus, und wenn ihr beim Jakob seid, ist es auch gut, und wenn ihr immer noch bei Adam und Eva seid, ist es auch gut. Aber wir gehen einfach so weiter und die Exerzitien dürfen wir auch durchaus über diese 5 Wochen hinaus wirken.